Da geht's auch weiter bei Let's Play Uncharted 4 A Thief's End. Diesmal in der Rolle von Sam Drake, dem Bruder von Nathan Drake, wie er in einer Rückblende wohl aus dem Gefängnis kommt. Und es ist ja viel passiert in der letzten Folge. Ich hatte gar nicht so viel Zeit, Sachen zu erklären, weil da so viel storymäßig passiert ist. Es war natürlich der Magic Moment von so ziemlich allen, die das Spiel gespielt haben, mit der Crash Bandicoot Einlage, die so ein bisschen an Metal Gear Solid 4 erinnert. Ich will jetzt nicht sagen, was da passiert, aber Leute, die das Spiel gespielt haben, wissen es. Wir haben ein neues Feature gesehen, was im Spiel vorkommt, nämlich Entscheidungsfreiheit bei manchen Dialogen. Es kommt nicht oft vor, es kommt ab und zu vor. Die haben aber allerdings auch keinerlei spielerische Auswirkungen. Also die Story verändert sich nicht dadurch, dass man irgendwas anderes sagt, sondern einfach der Dialog verändert sich in dem Sinne ein bisschen. So, ja, und jetzt erfahren wir mal, warum Sam in der Scheiße steckt und anscheinend Nathan Drakes Hilfe braucht. Wie lange hast du das schon geplant? Seit ich hier reingekommen bin. Samuel, beeil dich. Wir müssen schnell sein. Okay, oh. Heilige Scheiße. Die haben schon ein bisschen Vorarbeit geleistet und die Wachen hier über den Haufen geballert. Oder tot geprügelt. Wer weiß. Ich will es eigentlich gar nicht genau wissen. Oh, hier auch schon. Nunca saldrás de aquí, Vincent. Verdammt. Diese Kerle sind Sadisten. Wir tun der Welt einen Gefallen. Hier. Die wirst du brauchen. Okay, der scheint auch ein ziemlicher Badass zu sein. Du weißt noch, wie man damit umgeht. Ja, das kommt schon wieder. Abran todas las puertas. Hector. Damit löst du einen verdammten Aufstand aus. Ja, genau. Hallo. Ja, man merkt schon, dass Sam das nicht so ganz recht ist. Okay, gut. Jetzt dürfen wir uns hier tatsächlich durchballern. Das erste Mal, dass hier so richtig geballert wird, außer ganz am Anfang auf dem Boot, aber da haben wir ja auch nicht viel geballert. Und es gibt auch neu in dem Spiel für Anfänger gibt es einen Zielhilfemodus, der also ähnlich wie beim Call of Duty Singleplayer, der die Ziele dann automatisch anvisiert und man dann nur noch abdrücken braucht. Den habe ich aber direkt auch von Anfang an beim ersten Durchspielen direkt abgeschaltet, weil es hatte Uncharted bis jetzt noch nie und ich habe es auch noch nie so wirklich gebraucht, auch wenn ich nicht der beste Schütze bin. Aber naja, ein bisschen kriege ich auch hin. Oh Gott, ich muss meinen Ton auf dem Ohr leiser machen. Das tut ja gerade weh. Tut mir leid, ich muss gerade mal hier in Deckung bleiben. So. Okay, jetzt dröhnt mein Ohr nicht mehr so. Okay, und ihr seht, die ganzen Insassen brechen aus und rächen sich an den Wachen. Und du lässt mich los, Alter. Ah. Danke. Okay, das scheint wohl ein eiskalter Bastard zu sein, aber irgendwie will er auch nicht, dass uns was passiert. Nur weiß man nicht, warum. Der Plan funktioniert. Das sehe ich. Cool, und wir haben sogar eine Knarre, eine Maschinengewehr. Samuel, geh in Deckung. Was? Warum? Tu's einfach. Wow. Scheiße, ist du okay? Ja, mir geht's gut. Okay, der scheint das echt schon länger geplant zu haben. Der muss ja auch das Gebäude dann sehr gut kennen, um hier so rauszukommen. Okay, dann kommt. Boah. Verdammt. Entdeckung. Ach, hier ist eine andere. Was? Die sieht besser aus. Ich nehme uns auch mal. Und, was man hier schon merkt, wenn man das erste Mal spielt, das Schussverhalten ist ganz anders als bei den anderen Teilen. Und viel wuchtiger und so. Und das macht auch viel mehr Bock, das Ballern hier. Lustigerweise ist das Spiel aber der Teil, wo am wenigsten geballert wird. Auch schon oft, aber nicht so oft wie in den anderen Teilen. Bam. Aua. Na guck mal, der hat noch eine Munition fallen lassen. Das kommt uns ja nur gelegen. So. Wir helfen natürlich mit. Wir machen uns damit halt jetzt quasi nur noch mehr schuldig, aber gut. Entweder das oder wir sterben hier. Deswegen ballern wir die einfach über den Haufen. Bam. Okay. Verstecken bringt nichts, Leute.
Der letzte Schuss im Magazin. Und dann ist auch noch ein Kopfschuss direkt. Okay, ich habe aber nicht mehr viel Munition. Deswegen wird dann erstmal die Pistole genommen. So. Sehr schön. Da haben wir ein bisschen Munition. Was jetzt? Wird schon wieder was aufgesprengt? Ah ja. Man sieht sogar. Boah, was? Von wo? Da. Der Sack. Okay, ich nehme mal die Waffe dafür. Lassen die mehr Munition fallen. Ah! Ich kann. Ach du Scheiße, das war eine dumme Idee. Das war eine sehr dumme Idee. Das war eine sehr dumme Idee. Ich habe nicht gesehen, dass da oben so viele standen. Okay, es geht, es geht, es geht. Wir leben noch. Wir leben noch, auch wenn wir tief grau sind. Okay, Leute, ich glaube, wir haben es. Wow. Okay, ein bisschen rabiat, aber es scheint zu klappen. Okay, weiter. Hoffentlich endet das nicht so wie bei unserem ersten Ausbruchsversuch. Wow. Das sieht aber schon wieder geil aus, oder? Mit dem Feuer da. Okay, ich glaube, wir haben ihn nicht getötet, aber wir haben immerhin das Feuern etwas verhindert. Okay, ich schätze mal, den da oben kann man nicht töten. Wir müssen dann einfach uns nur ja, weiter durchschlagen, indem wir ihn ein bisschen mit Sperrfeuer behaken. Also kurz nachladen. Wow. Sehr schön. Okay. Danke, wie auch immer das war. Boah. Alter Vater. Okay, der scheint sich wirklich gut auszugehen. An jeder wichtigen Stelle einen Sprengstoff eingebracht. Die Explosionen sehen auch einfach so geil aus hier im Spiel. Okay. Wie so ziemlich alles eigentlich. Ich beschränke das jetzt nicht nur auf die Explosion. Alter, kommt ihr her? Na komm, ich will mich mal wieder prügeln. Bam. Bam. Sehr schön. Das hat doch ganz gut geklappt. Ach, hier waren wir doch schon mal. Oder auch nicht. Gut. Sogar besser als gut. Hier, du bist dehydriert. Los, trink. Danke. Also, was hat Samuel Drake jetzt vor? Hm? Hey, was habe ich vor? Zuerst einmal baden. Und in einem richtigen Bett schlafen. Vielleicht leistet mir da auch jemand Gesellschaft. Meinen Bruder finden. Klingt für den Anfang ganz gut. Ja, stimmt. Also, was glaubst du? Wie lange brauchst du, um Averys Schatz zu finden? Keine Ahnung. Ich muss zurück in die Staaten und die Suche fortsetzen. Wie lang? Schwer zu sagen, bevor ich anfangen kann. Du weißt doch, wo er ist. Ja, stimmt. Okay, aber... Hör zu, es ist nicht so, als hätte Avery eine Karte mit einem roten Kreuz hinterlassen, okay? Aber es gibt eindeutige Hinweise. Oh, okay. Warte doch mal. Hey,
Leise, ganz ruhig. Ich mag dich, Samuel. Und noch wichtiger, ich hab dir geglaubt. Darum bist du hier. Ich kann ihn finden, okay? Ich brauch bloß Zeit. Lame und Guccio. Weißt du, das Problem ist, so langsam bekomme ich wirklich Zweifel. Oh Gott, Hector, hör mir zu. Ich werde ihn finden. Ich schwöre. Wie lang? 6 Monate. Leute sind faul. Sie bitten mich immer um mehr, als sie eigentlich brauchen. 3 Monate. 3 Monate sind unmöglich. 3 Monate. Die Hälfte des Schatzes. Schaffst du das? Sag es. 3 Monate und die Hälfte. Also, wenn du wegläufst oder versuchst, den Schatz zu verstecken oder etwas ganz Dummes tust, wie zur Polizei zu gehen, erfahre ich es. Wenn du es am wenigsten erwartest, werde ich da sein. Und dann ist der Tod eine Gnade, die du nicht bekommst. Hier. Komm hoch. Also, die nächste Stadt ist 10 Kilometer da in Richtung Sonnenaufgang. Lange her, dass wir beide die Sonne gesehen haben. Vamos. Wenn ich ihn finde, was dann? Keine Sorge. Wenn die Zeit kommt, werde ich da sein. Buenas suertes, Samuel. Tja, Alcazar lässt mich gehen und hier sind wir. Das ist übel. Nein, wir folgen der Spur einfach weiter und... Der Spur? Sam, es gibt keine Spur. Nach Raves und meiner Flucht kaufte er mit dem Geld seiner Eltern das Land um die Kathedrale des heiligen Dismas. Wir haben alles durchkämmt. Averys Schatz ist nicht dort. Natürlich kein Grund für Rave. Der Vollidiot buddelt da schon seit Jahren vor sich hin und findet nichts. Überrascht mich nicht. Was heißt das? Tja, ich hab sozusagen selbst ein bisschen gegraben. Und, ich wette, dass Rafe das nicht hat. Wirklich erstaunlich, was man heute alles im Internet findet. Das ist doch nur das Dismas-Kreuz. Ach ja, denn unseres damals war zerbrochen und hohl, weißt du noch? Das Ding ist ja noch intakt. Avery hat mehr als ein Kreuz angefertigt. Was also bei dem in Panama gefehlt hat? Könnte in dem hier noch drin sein. Mhm. Na gut, wo ist das? Oh, dieses erlesene Stück versteigern sie, und zwar in 3 Tagen. Auf dem Rossi-Anwesen. Das Rossi-Anwesen? Oh, du kennst es. Ja. Aber wie kommen wir bitte an eine Einladung zu einer exklusiven, schwer bewachten Schwarzmarktauktion? Tja, man braucht nicht unbedingt eine Einladung. Ja, und mit welchem Geld bietest du gegen diese reichen Säcke? Selbst eine 2. Hypothek auf mein Haus würde nicht reichen, um... Klar, du willst versuchen, es zu stehlen, was? Nein. Wir. Oh nein. Nein, Mann, echt, ich nicht. Ich bin raus. Was? Nein, ich mache sowas nicht mehr. Außerdem gibt es jede Menge andere Leute, die für sowas viel besser geeignet sind. Wer denn? Was weiß ich, Leute oh, wie... Mann. Irgendwer. Charlie Cutter. Nein. Er ist nein, mein nein, Mann nein, für nein, solche nein, Sachen. Auf keinen Fall. Ich vertraue Charlie und auch sonst keinem aus deinem Telefonbuch mein Leben an, okay? Ich brauche dich dafür. Oh Mann, Sam, es muss eine andere Lösung geben. Nicht in der kurzen Zeit. Und bestimmt nicht bei Alcazar.
Hallo, Schatz, ich bin's. Ja, hör mal, das glaubst du nicht. Jameson kam gerade mit den Genehmigungen rein. Ja. Ich weiß, aber wie es aussieht, mache ich den Job in Malaysia doch. Siehst du schon was? Nur ein Haufen zwielichtige Oberganoven, die sich rausgeputzt haben. Und noch kein Zeichen von Sullivan. Es ist ja noch Zeit. Sieht aus, als wäre der Lagerraum in dem Gebäude hinter dem Haupthaus. Kannst du es von da sehen? Nur ein Stück vom Dach. Oh, was die da wohl alles versteckt haben mögen. Konzentrieren wir uns auf Averys Kreuz, okay? Naja, du könntest deiner Frau ja auch was Schönes mitbringen. Sehr witzig. Halten wir es einfach. Gut, einfach. Es wäre viel einfacher nur mit uns beiden. Sam. Wir könnten schon längst drin sein. Ja, aber wie? Hast du eigentlich einen Plan B für den Fall, dass dein Freund Sullivan kalte Füße kriegt? Nein, denn das passiert nicht. Oder falls er erwischt wird? Sam. Er kennt die Veranstalter der Auktion. Er wird sich locker durch die Party plaudern, nach oben gehen, das Fenster entriegeln und wir sind drin. Ein grundsolider Plan. Aha. Okay, schön. Na los, spuck's aus. Was, wenn er das Kreuz für sich selbst klaut? Das würde er nie tun. Victor Sullivan, wir reden über denselben Victor, richtig? Ja, er hat schon mal Leute gelinkt, aber nicht uns. Nein, dich nicht. Ihr zwei wart ja noch nie dicke Freunde. Leichte Untertreibung. Aber ich vertraue ihm, okay? Er gehört zur Familie. Nein, hör zu. Wir können ihm vertrauen, okay? Gut, okay. Er kommt, ganz sicher. Irgendwann. Aber jetzt komm schon, du musst doch zumindest die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass er... Siehst du? Vertrauen. Hey. Versuch, den Smoking sauber zu halten. Schon klar. Und so nimmt das Übel seinen Lauf. Drake hat Elena angelogen, weil, naja, er ihr eigentlich geschworen hat, dass er solche Abenteuer nicht mehr macht. Und jetzt befinden wir uns wieder in einem. Aber es ist auch, ja, eine Zwickmühle, ne? Er will seine Frau eigentlich nicht verletzen, was er jetzt aber gemacht hat, dadurch, dass er sie angelogen hat. Und will aber auch seinem Bruder helfen. Also man kann sich schon ein bisschen in ihn reinversetzen. Und wir müssen uns jetzt in dieses Anwesen hier reinschleichen, irgendwie. Und anscheinend ist Victor auch dabei. Da freuen wir uns doch. Aber den werden wir dann wahrscheinlich erst im nächsten Part zu sehen bekommen, denn wir müssen jetzt leider erstmal wieder einen Cut machen und genießen noch so ein bisschen die herrliche Aussicht hier. Und ja, bis dahin würde ich sagen, was ist erstmal für Uncharted 4 und im nächsten Teil geht's dann weiter. Also bis dann. Ciao.